Vom Handkuss zum Stinkefinger. Was ist passiert mit unserer Körpersprache? Ist alles schlimm geworden? In letzter Zeit haben wir sehr viel mit der historischen Entwicklung der Körpersprache beschäftigt. Und zwar, ich bin in einer Woche habe ich eine große Chance. Ich bin erstens wieder auf der Bühne und zweitens mit einem tollen Partner, mit einem Wissenschaftler, Martin Heidinger. Er ist Historiker und wir schauen uns die Veränderung der Körpersprache von 1945 bis jetzt an. Und es ist ja tatsächlich so, augenscheinlich so, der Stinkefinger, der ist heute, ist gebräuchlicher als damals. Und da ist ja die Frage, hat sich überhaupt alles ein bisschen zum Schlechteren oder zum Respektloseren verändert? Das weiß ich nicht, das würde mich jetzt interessieren, was du meinst dazu. Weil, wenn wir an dem Abend reden, da haben wir tolles Material, zum Beispiel wir reden über eine Frau, die im viktorianischen London gelebt hat und ganz keck erzählt hat, dass es was Besonderes war, wenn wir den nackten Knöchel einer Frau auf der Straße gesehen haben und die Männer haben alle aus den Augenwinkeln rausgeschaut. Das war vor gut 100 Jahren, also nicht wahnsinnig lang her. So hat sich das verändert. Ja? Also ein nackter Knöchel, ich weiß noch, weil irgendwer noch hinschauen würde. Heute gehen die Männer auch schon mit nackten Knöcheln. Ich weiß noch, meine Eltern zum Beispiel, also in der Generation meiner Eltern, sind Männer, zumindest in unserem Breitengraden, niemals ohne Socken gegangen. Manche Deutsche machen das auch noch so. Die ziehen die Socken nicht mal mit Sandalen aus. Entschuldigung, liebe Deutschinnen und Deutsche. Aber zurückzukommen, also wer an dem Abend übrigens dabei sein will, ihr findet unten einen Link. Es gibt wenige Karten. Wir sind im großen Sendesaal des ORF-Funkhauses. Großer Sendesaal deswegen, da ist das große Orchester nochmal drin, weil wir viel Abstand halten. Tolle Lüftung und so, alles. Nach strengsten Kriterien. Aber seid dabei, weil die Diskussion ist ganz, ganz, ganz selten und da wird man wahnsinnig viel lernen, was wir verändert haben. Wir schauen uns einzelne Signale an und schauen, woher die kommen. Und die Frage ist wirklich, ist es respektloser geworden? Und da fällt mir der Protagoras ein. Der Protagoras ist ein griechischer Philosoph gewesen, den kennt ihr noch aus der Schule. Wahrscheinlich der hat etwas, einen wichtigen Satz gesagt, nämlich homo mensura, dass der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und was er damit gemeint hat, ist eben nicht, wie es oft falsch interpretiert wird, dass wir alles wissen, weil wir das Maß der Dinge sind, sondern was er gemeint hat, ist, wir können alles nur durch unsere Augen sehen und glauben, wir wüssten, wie die Dinge an sich sind, aber wir können es nur nach unserem Maß, das heißt durch unser Gehirn, durch unsere Filter sehen. Und das ist ja auch so mit der jungen Generation heute. Ich bin jetzt 47 und die junge Generation, manchmal hat man das Gefühl, die sind respektlos. Weißt, mir fällt es auf zum Beispiel beim Wort du, ja, wenn man halt so schnell mit du angeredet wird zum Beispiel. Das ist irritierend. Und da gehe ich manchmal in die Falle, weil ich manchmal glaube, das wäre respektlos. Aber per se ist es noch gar nicht respektlos. Erst das Verhalten danach kann respektlos werden. Und das sind halt meine Erwartungen, dass man von sehr jungen Menschen halt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ, ich weiß nicht. Ich bin übrigens, wie ich jung war, also wie ein Kind war und in einem Elternhaus hat es Gäste gegeben, was die zum Essen und so, da hat meine Mama immer die volle Show abgezogen. Ja, also Show abgezogen. Sie hat immer den Tisch super hergerichtet, das ganze Haus voller Blumen, der halbe Nachmittag ist gekocht worden, Mama und Papa haben sich wahnsinnig elegant angezogen und so. Das war echt, das war was Besonderes. Das war immer eine Zäsur, wenn ein Gast bei uns war. Das war natürlich auch eine große Sache von Respekt den Gästen gegenüber. Und ich habe das ein bisschen übernommen, ja. Also wenn wir Gäste haben, das ist auch immer so. Es wird alles schön hergerichtet, Wohnung voller Blumen und das, ja, das ist halt so. Und dann bin ich mal eingeladen worden wir sind eingeladen worden und wir gehen dorthin auch, was die schön angezogen und halt mit einem Gastgeschenk und so. Und wir kommen dorthin, ich mache die Tür auf und seinem T-Shirt und den Jeans. Ungefähr unser Alter, also jetzt nicht irgendwie T-Shirt und Jeans. Und das war für uns mal überraschend. Und wir haben dann nett geredet und geplaudert, ein Glas Wein getrunken und so. Es war nichts von einem Essen zu sehen. Und irgendwann sagen die, ja, ob wir hungrig sind. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dann bestellen wir eine Pizza. Und das war die Essenseinladung. Also jetzt werden einige von euch sagen, ja, das mache ich auch so. Und jetzt
steht es mir nicht an zu sagen, das wäre respektlos, sondern nur meine Erwartung war, so homo mensura, so meine Sichtweise war, wenn man jemand einladet, muss die ganze Wohnung am Kopf gedreht sein. Na, das hat nichts per se mit Respekt zu tun. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich will sagen, ja, es ändert sich, weil die junge Generation grundsätzlich gegen uns ja rebellieren muss. Sie muss sich ja abnabeln und das haben wir früher mit der Musik gemacht, das haben wir mit der Kleidung, mit der Frisur und so weiter gemacht, ja. Oder länger ausbleiben, als wir dürfen haben. So haben wir das gemacht. Heute ist es eh schon schwer für die jungen Leute. Ich meine, heute hören die ältere Generation mehr oder weniger die gleiche Musik wie früher. Wir ziehen uns quasi gleich an. Es ist eh viel schwerer, sich abzunabeln und zu signalisieren, wir sind was Eigenes. Und das endet halt jetzt wahrscheinlich manchmal in Respektlosigkeit. Und ich gebe dir einen Tipp mit. Du musst einen Blick haben, der heißt, niemals eine Sippenhaftung sozusagen zu machen. Weil was, wenn da eine Gruppe von jungen Menschen auf dich zukommt und einer ist respektlos, dann tendieren wir dazu wegzugehen und sagen, die jungen Leute haben keinen Respekt mehr. Dabei sind es nicht die jungen Leute, sondern der eine oder die eine war respektlos. Und das hilft überhaupt im Leben, ja? Wenn man Einzelerlebnisse hat, dass man das nicht gleich auf alles drüber legt. Und ich glaube, zurückzukommen auf diesen Verfallen die Sitten, wird alles schlechter? Nein, das glaube ich eigentlich ich persönlich überhaupt nicht. Es ändert sich, ja. Und manches wird ein bisschen schlechter. Man stellt sich vor, wie das damals gewesen sein muss nach dem Krieg, wo die, da gibt es ja den Film vom Haneke, Michael Haneke, das Weiße Band, der ja beschreibt, dass dieses strenge Hierarchische, was in den Elternhäusern Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war, hingeführt hat zu den Menschen, die dann vielfach im Nationalsozialismus waren und auch nach dem Krieg, die überlebt haben, die waren nur in diesem Denken, in diesem Hierarchischen und plötzlich kommen die Beatles und die Rolling Stones. Das muss ja für die ein Wahnsinn gewesen sein. Da ist ja, glaube ich, das, was wir so heute erleben, manchmal ein respektloser Jugendlicher, ist ja eigentlich nichts Dramatisches. Also ich glaube, wenn wir da ein bisschen weltfrauischer und weltmännischer werden und ein bisschen über so kleine Dinge hinwegschauen, und ich nehme mich da selber gar nicht aus, ja. Ich bin da auch manchmal ein bisschen schnell beleidigt und so. Aber wenn man das ein bisschen größer sieht und so und merkt, dass die halt vielleicht noch ungeschliffen sind und noch nicht den Unterschied erkennen, weiß ich nicht, dann finde ich es eigentlich nicht, dass die Sitten verfallen. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Also erzähl mir das. Vielleicht hast du Erlebnisse gehabt, wo du denkst, so, das ist Wahnsinn, wie Jugendliche manchmal auf uns zukommen. Und wenn ihr Beispiele habt, ja, für die Veränderung der Körpersprache in den letzten 30, 40, vielleicht 10 Jahre. Bitte schreibt mir das unbedingt. Kommende Woche. Ich werde es noch nachforschen, wo die Ursprünge sind. Ich werde mit Martin Heidinger vorher noch sprechen. Und wir würden es auf der Bühne dann sogar besprechen. Wenn ihr also Ideen dazu habt, wenn ihr dabei sein wollt, das wird ein wahnsinnig spannender Abend. Also etwas, was ich noch nie gemacht habe und was wahrscheinlich nicht mehr so oft stattfinden wird. Vom Handkuss zum Stinkefinger. Ich freue mich auf eure Kommentare.